Traumhafte Landschaften, wilde Tiere und die Rocky Mountains. Und das alles mit diesem Wohnmobil. Kommt mit auf unseren Roadtrip durch Kanada. Unsere 1800 Kilometer Reise startet auf Vancouver Island. Wir freuen uns auf atemberaubende Landschaften, interessante Städte und imposante Nationalparks. Ob das mit dem Wohnmobil alles hinhaut? Unser Wohnmobil ist von der Länge her auch gerade noch so erlaubt, dass man überhaupt hier hochfahren darf. Drei Freunde, ein Camper, knapp 14 Quadratmeter. Mein Name ist Valentin, man nennt mich auch Sarazar. Und das sind Benny und Max. Unser erstes Abenteuer auf Vancouver Island, wir suchen Wale. Wir haben uns in Victoria eine Bootstour gemietet. Buckelwale und Orcas werden hier am meisten gesichtet. So ein Free Willy würde ich echt feiern, wenn wir den sehen. Ich freue mich, bin ein bisschen aufgeregt, aber wir haben mit dieser Tour eine Garantie, Wale zu sehen. Also die Hoffnung ist groß. Ey, dieser Wal, der ist so riesig. Boah, wieder mit der Flosse, diese riesige Flosse, die da rauskommt. Geil. Das ist einfach episch. Die Buckelwale sind 15 Meter lang und bis zu 30 Tonnen schwer. Später sehen wir noch einen 12 Meter großen Grauwal. Meeresbiologin Isabel begleitet die Touren. We are lucky the populations of whales like humpbacks that used to be commercially harvested have been making quite a big comeback. So since 1997 we've been getting a lot more humpbacks coming in every single year. Wir haben Buckelwale gesehen, das war ziemlich cool, wie diese riesigen Flossen aus dem Wasser kommen. Orcas leider nicht, aber man kann auch nicht alles haben. 120 Euro pro Person kostet so eine Tour, die geht dann auch 4 Stunden und wir düsen jetzt zum Campingplatz. Und Benny, wie fährt sich die Schüssel so? Fährt sich eigentlich ganz gut. Ist natürlich gewöhnungsbedürftig, dass der so groß ist. Beim Parken muss man ein bisschen aufpassen. Aber ich komme ganz gut zurecht. Ganz netter Campingplatz hier bei Victoria. Einige coole Camper und Wohnmobile am Start. Und das ist übrigens unser Schmuckstück mit Küche, Bad und 3 Betten. Hat der alles, was man braucht. Und den zeigen wir euch jetzt mal. Strom habe ich schon verbunden und jetzt fehlt noch das Frischwasser. Das brauchen wir nämlich zum Duschen, für die Klospülung und zum Händewaschen. Gürkchen nicht vergessen. Einfach und schnell, perfekt fürs Camping. Gibt's jetzt ein paar Hotdogs. Ich hab tierisch Hunger. Was für fette Wohnmobile hier stehen. Ein paar von denen kosten bestimmt weit über 100.000 Euro. Unseren Camper gibt es schon für knapp 180 Euro pro Tag. Da kommen aber mit Ausstattung und Versicherung auch noch ein bisschen was dazu. Und der Campingplatz hier kostet für 3 Personen ungefähr 45 Euro pro Nacht. Der Campingplatz hat eigentlich alles, was man braucht. Es gibt Sanitäranlagen, man hat Strom, Wasser und sogar einen Spielplatz. Bei den Sanitäranlagen muss man aber aufpassen. Es gibt auch Campingplätze, die haben das nicht. Also wenn man das braucht, sollte man sich da auf jeden Fall informieren. Wir treffen auch auf Jaina, Adam und ihren Hund Prinz. Die drei sind 1400 Kilometer aus dem US-Bundesstaat Montana angereist. I grew up on the island. It's an amazing place. I will always come back here. I'm a daughter of the ocean, so I love being here. Take me to a place where the quiet's found. Take me to a place where there ain't a sound. I know it exists, only seen a glimpse. Feel your soul drift, feel your soul drift. Victoria ist die Hauptstadt der kanadischen Provinz British Columbia, eine Region, die fast dreimal so groß ist wie Deutschland. In der bevölkerungsreichsten Stadt auf Vancouver Island leben allerdings nur 85.000 Menschen. Was
mir direkt aufgefallen ist, ist, dass die Stadt total sauber ist und überall sind Blumen und alles ist so ein bisschen dekoriert. Das gefällt mir sehr. Guck mal, Benni, Wale gibt es nicht nur im Ozean, sondern auch mitten in der Stadt. Und nur eine halbe Stunde entfernt ist man mitten in der Natur. Wir wandern hier ein paar Kilometer die Küste entlang, das Meer, die Wälder und vielleicht ein paar Tiere gibt es hier zu sehen. Man sollte in Kanada allerdings immer auf der Hut sein, denn allein auf Vancouver Island gibt es über 7000 Bären. Deshalb wird empfohlen, immer ein Bärenspray dabei zu haben. Ich würde sagen, wir probieren das jetzt mal mit Benni aus, oder? Komm, lauf doch. Verrückt? Ja. Lauf doch mal auf mich zu. Hope for snow and a quiet dawn, frost on the windowpane. Passend dazu erzählen uns Anwohner, dass sie kürzlich noch einen Bären hinter ihrem Haus hatten. Wie idyllisch das hier an dieser Küste ist. Hier kann man den Blick richtig schön in die Ferne schweifen lassen. Das fehlt mir in der Stadt oft. Ist echt der Hammer hier, oder? Und obwohl über 800.000 Menschen auf Vancouver Island leben, bekommt man hier von der Zivilisation überhaupt nichts mehr mit. Wir könnten hier noch tagelang wandern, denn Vancouver Island ist die größte Insel Amerikas im Pazifik. Und die kanadischen Ureinwohner leben hier auch schon seit Tausenden von Jahren. Hier werden die auch First Nations genannt. Die Umgebung ist echt das, was man sich so unter Kanada vorstellt. Wir werden aber noch schönere Orte sehen. Ich bin vor allem gespannt auf die Nationalparks. Aber erstmal geht's in die größte Stadt der kanadischen Westküste. Sit at the base of an evergreen. Let its cover keep the rains from falling on me. Nach den ganzen Erlebnissen reisen wir 2,5 Stunden weiter Richtung Vancouver. Davon verbringen wir 2 Stunden auf einer Fähre. Die kostet für 3 Personen und ein Wohnmobil ca. 90 Euro. Mit dem Wohnmobil auf die Fähre zu kommen, war zum Glück einfacher als gedacht, obwohl das so ein Riesenteil ist. Aber da sind ganz viele Helfer, die einen auf den richtigen Platz winken. Und hier mit der Sonne ist es einfach nur schön. Vancouver ist eine echte Metropole. Mehr als 660.000 Menschen leben hier. Mit Umland sind es sogar 2,8 Millionen. Das ist schon was ganz Besonderes hier. Direkt am Meer, die Berge drumherum und dazu diese riesigen Hochhäuser. Vancouver hat einfach super viele Facetten und steht besonders für die Finanzwirtschaft, die Filmindustrie und den Hafen. Der exportiert nämlich die meisten Güter in Nordamerika. Gastown ist das Viertel, aus dem Vancouver 1860 wegen einem Goldrausch entstanden ist. Und es ist echt cool hier. Gibt's viele Restaurants, Bars und Clubs. Wird auch liebevoll Gassie genannt und erinnert mit den Backsteingebäuden so ein bisschen an das West Village in New York. Das ist geil, das habe ich noch nie vorher gesehen. Da kommt Dampf oben aus der Uhr, denn die wird mit Wasserdampf betrieben und das ist auch das Wahrzeichen von Gastown. Wir haben uns Poutine geholt, das ist quasi das kanadische Nationalgericht und das besteht aus Pommes, die getoppt werden mit einer Soße und Käse, meistens Mozzarella, und wir haben hier verschiedene Varianten. Ich teste es mal direkt. Mmh, sehr geil. In Vancouver gibt es nicht nur Berge und das Meer, sondern auch China in Kanada. Im 19. Jahrhundert sind einige Chinesen nach Nordamerika ausgewandert, um teilweise die Eisenbahnstrecken zu bauen. Und heute befindet sich hier die größte Chinatown des Landes. Entspannen kann man im Yongyang-Garten. Mit dem Taxi geht's weiter zum Stanley Park.
Sieht fast aus wie die Mammutbäume im Sequoia. Ich komme mir klein vor. Der Stanley Park ist nicht nur sehr idyllisch, sondern auch der größte Park Kanadas und der drittgrößte Nordamerikas. Es gibt hier über 200 Kilometer Laufwege und schaut euch mal diesen unglaublichen Blick auf die Skyline von Vancouver an. Hammer, oder? Den Abend lassen wir am English Bay Beach ausklingen, wo sogar ein bisschen Karibik-Feeling aufkommt. Am nächsten Tag fahren wir nur 30 Minuten zum Capilano-Hängebuttenpark. Oh, das wackelt aber schon gut. Ja. 70 Meter ist das hoch, hast du Angst? Es geht, es geht. Wir haben schon krassere Sachen gemacht, aber der Ausblick ist geil, Alter. Bisschen hoch ist es schon. Wow, das Wackeln ist schon extrem, muss ich sagen. Schon, wird man schon fast seekrank. Es wackelt halt. Ich habe Angst vor Wackeln, nicht vor der Höhe. Der Blick war schön. War eigentlich ganz nice. Nach der Hängebrücke erwarten uns jede Menge Waldwege und ein Baumwipfelpfad. Im Park gibt es auch diverse Vögel, unter anderem auch Falken, und die werden ja immer so richtig krass trainiert. Ich finde, die Vögel sehen super episch aus. Das ist insgesamt ein echt schöner Park, besonders für Familien geeignet, würde ich sagen. Man kann sehr viel über die Natur und über Tiere lernen. Der Eintritt für Erwachsene liegt allerdings bei 50 Euro pro Person. Kanada ist ganz schön teuer. War eine entspannte Gondelfahrt hier hoch auf den Gross Mountain. Der ist 1231 Meter hoch und mit Gondelfahrt kostet der Eintritt ungefähr 50 Euro. Man hat einen Blick über ganz Vancouver. This is a song about somebody else. So don't worry yourself, the devil's right there in the details. Diese riesigen Grizzlies hier in dem Gehege heißen Grinder und Cooler. Und es ist echt krass, so nah vor denen zu stehen. The bears were brought here in 2001 because both of their mothers had been killed. Grinder was found starving and he would not have survived another couple of days. And that's why the bears are here. Put your arms around somebody else. Don't punish yourself, punish yourself. Nach unserem Grizzly-Besuch verlassen wir Vancouver und reisen 2 Stunden in Städtchen Hope. Die Tage darauf fahren wir über Meadows in the Sky 6 Stunden nach Revelstoke und 60 Minuten weiter zum Rafting nach Golden. Auf einem Parkplatz treffen wir Maxi aus Deutschland. Sie startet gerade ihre Tour und fährt alleine mit dem Wohnmobil. Ich möchte über die ganzen Nationalparks fahren bis nach Calgary. Ich bin ziemlich aufgeregt, gerade mit dem großen Auto, aber das wird bestimmt ein großes Abenteuer. Hope ist ein netter kleiner Ort mit nur 600 Einwohnern und das Besondere, hier stehen überall Holzfiguren rum, die von verschiedensten Künstlern angefertigt wurden. Und was mir aber besonders gut gefällt, der kleine Ort ist von riesigen Bergen umringt. Das Beste an Wohnmobilen ist ja, dass man so super flexibel ist. Ich liebe das total, ständig neue Orte zu entdecken. Und der Campingplatz hier bei Hope ist auch echt schön, umringt von den Bergen, mitten in einem Wäldchen. Da hinten ist auch noch ein Fluss und die Leute sind auch super freundlich. Vielleicht finden wir ja wen, der uns seinen Camper zeigt. Hi, I'm Paul Rush.
Hi, and I'm Susan Rush. This is our quite small travel trailer that we've bought when we retired so that we could travel around the country. So if you want to come on in, we really like the two recliners. This is why we chose this model. And we're very, very happy with the kitchen area in this trailer. Here's the bathroom right here. So it has a shower. It's a queen-size bed. It has a memory foam mattress. We've been doing a road trip every year, so we drive at least 3,000 kilometers. Das sieht so krass aus hier. Ey, die Berge da hinten und so. Hammer. Liter schluckt der Gute auf 100 Kilometer, das ist nicht wenig. Ein bisschen Durst, der Kleine. Gerade geht es den Mount Revelstoke hoch, da liegt der Meadows in the Sky Parkway. Das soll eine schöne Straße mit ganz tollen Ausblicken sein, wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Und unser Wohnmobil ist von der Länge her auch gerade noch so erlaubt, dass man überhaupt hier hochfahren darf. Von der Power her klappt es auch, also Steigung kein Problem. Aber die Kurven sind ganz schön eng, denn es sind auch einige andere Leute mit dem Wohnmobil unterwegs. Guck dir das mal an, hier die Bergspitze, da unten der Wald. Das ist ein richtig heftiges, das ist ein richtig heftiges Panorama. Guck mal da hinten noch. Boah, da kann man auch den Berg noch sehen da hinten. Wenn die Sicht ein bisschen besser wäre, wäre das noch krasser. Boah, es hat sich gelohnt hier hochzufahren. So, endlich in Revelstoke, war eine lange Fahrt, aber dafür haben wir heute gut Kilometer geschafft und morgen geht's auf eine krasse Rodelbahn. Boah, das geht richtig ab. Boah, das ist... Wow, das ist ja viel krasser, als ich dachte. Kurve! Wow! Hier mit dem Hebel kann ich Gas geben und bremsen. Oh, oh Gott, ist das schnell! Mit bis zu 42 km/h schießen wir den Berg runter. 3 bis 4 Minuten Fahrt kosten ca. 25 Euro. Ich hab gedacht, ich mach Vollgas, aber man kann nicht Vollgas machen. Es ist viel zu schnell. Wow. Ich habe, glaube ich, ein neues Hobby gefunden. Ich finde das so nice. Sehr geil war das. Hammer. Nice. How was it? Is it very good, very good. Yeah? I liked it, yeah. Good it? Lovely. Really fast. Parkplatz bei Golden haben wir jetzt mal angehalten. Mit diesem Hammerblick, guckt euch das mal an. Und wir wollen ja heute wildcampen. Das ist in Kanada nämlich in vielen Provinzen einfach so erlaubt. Und zu essen gibt es eine vegetarische Bolognese. Richtig geil, Koch bei dir. Mhm. Weißt du, warum das so gut schmeckt? Warum?
Wegen der vielen Butter, die ich da reingetan habe. Ja, das stimmt. Ja, wahrscheinlich. Das ist wirklich das Geheimnis dieser Soße. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf gut. Ich hoffe, es kommt kein Bär. Kanada steht meiner Meinung nach nicht nur für schöne Aussichten, sondern auch fürs Raften. Das kann man hier am Kicking Horse River super machen und wir stürzen uns gleich mit Guide Libby in die Fluten. Betty, alles okay? Ja, ich versuche mit der Kamera hier mal alles zu filmen und guck natürlich voll in die Wälder rein. Ich gehe jetzt eine Runde schwimmen, denke ich. Ja, komm, geh doch. Ey, das ist so kalt, oder? Refreshing. Ey, du wolltest unbedingt da rein. Okay. Der hat's gesagt, ne? Ja. Gletscherwasser, wann hat man schon mal die Möglichkeit dazu, oder? Ja, ist echt so. Crafted the Kicking Horse River. We have made it. Mir ist immer noch ein bisschen kalt. Das Wasser war wirklich sehr frisch. Und die 2 Stunden waren dann doch ein bisschen anstrengend, aber es hat sich gelohnt. 80 Euro pro Person kostet das Ganze ungefähr. Ich finde, es hat richtig Spaß gemacht und ich würde es wieder machen. Telling myself I won't go there. Oh, but I know that I won't care. Trying to wash away all the blood I spilled. Sehr schöner Campingplatz bei Golden, mitten in so einem Wald gelegen. Und wir entscheiden jetzt, wer das Bett in der Mitte kriegt. Da haben wir alle schon drin geschlafen, aber es ist relativ unbeliebt, weil es ist sehr kurz. Und deshalb ziehen wir Stöckchen. Na dann zieht mal. Ich lasse den Vortritt. Oh, das sieht gut aus. Ja! Oh nein! Oh Mann. Ich hab ihn gezogen und der ist übrig geblieben für den Valentin. Verdammt. Von Golden reisen wir tiefer in die Rocky Mountains. 2 Stunden Fahrt sind es bis zum Columbia Icefield im Jasper Nationalpark, der mit dem Banff Nationalpark verbunden ist. Der Jasper und Banff sind die bekanntesten Nationalparks in den kanadischen Rocky Mountains. Der Eintritt liegt bei jeweils 7 Euro. Die beiden Parks sind mit über 17.000 Quadratkilometern mehr als halb so groß wie Nordrhein-Westfalen. In Kanada darf man übrigens auch mit dem normalen deutschen Autoführerschein so riesige Wohnmobile fahren, was ja in Deutschland gar nicht möglich wäre. Also sehr praktisch für alle, die auch mal hierher kommen wollen und so eine Tour machen, wisst ihr Bescheid. In den Rocky Mountains ist es deutlich kälter und gleich wird es noch frischer. Wir fahren mit einem Spezialfahrzeug zum Columbia Icefield im Jasper Nationalpark und da gibt es riesige Gletscher zu sehen. Also mit dem Wohnmobil wären wir da nicht durchgekommen.
Wie imposant das hier einfach ist und wie klein man sich vorkommt, das ist die größte Ansammlung von Eis südlich des Polarkreises. Aus dem Columbia Icefield gehen 8 Gletscher hervor. Der 300 Meter dicke Athabasca-Gletscher vor uns ist in den letzten 125 Jahren jedoch um die Hälfte geschrumpft. Das ist wirklich ein einmaliges Erlebnis und diese Touren werden auch nur im Sommer angeboten, also relativ kurzes Zeitfenster, wo man das überhaupt noch machen kann. Und preislich liegen wir bei ungefähr 67 Euro pro Person. Ich bin aber froh, dass es jetzt wieder in wärmere Gebiete geht. Wir fahren in den Banff Nationalpark, dafür müssen wir einmal quer durch den Jasper und weil die Nationalparks so riesig sind, dauert die Fahrt über 2 Stunden. I never dreamed that I'd meet somebody like you. Auf dem Weg treffen wir auf einen wilden Schwarzbären am Straßenrand. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. Der Lake Louise ist einer der beliebtesten Seen im Banff Nationalpark. Das hier ist der Johnston Canyon, sieht einfach episch aus hier mit dem Fluss und den ganzen Felsen. Leider ist das Wetter in Kanada wie so oft ein bisschen wechselhaft. Wir müssen mal gucken, wie weit wir kommen, aber vielleicht schaffen wir es ja bis zu den Wasserfällen. Das hier sind die Lower Falls. Die sehen nicht nur schön aus, sondern hören sich auch fantastisch an. Der Weg hierhin ist aber auch ein Traum und gleich sehen wir noch einen viel größeren Wasserfall. Zwischendurch geht es auch mal durch Waldstücke, so wie hier jetzt gerade. Und insgesamt kann man auch ganz gemütlich langlaufen, denn entweder sind da Holzplanken oder asphaltierte Wege. Ganz easy. Echt krass, oder? 30 Meter ist der Wasserfall hoch. Da kommt auf jeden Fall mehr raus als bei der Dusche von unserem Camper. Das ist der Lake Minnewanka, der größte und tiefste im Banff Nationalpark. Sieht super schön aus mit dem Bergpanorama und das Wasser auch wieder kristallklar. Die Natur in Kanada ist wirklich unglaublich. Und das alles mit dem Camper zu entdecken, ein einmaliges Erlebnis. Die vielen Tiere, die riesigen Berge und die weiten Landschaften. Kanada ist wirklich perfekt für Roadtrips. Vor allem mit Camper, mit dem alles super geklappt hat. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Reise. Haut den Daumen nach oben, wenn euch unser Film gefallen hat. Wir freuen uns natürlich auch auf eure Kommentare. Und wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, schaut euch gerne auch unsere anderen Videos an. Auf YouTube oder in der ARD Mediathek.